Liebe Medienschaffende, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ich habe mal wieder einen offenen Brief an den Landesfunkhausdirektor, Herrn Thormehlen, geschrieben, den ich hier gerne verlesen möchte. Sehr geehrter Herr Thormehlen, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Es ist ja schon eine ganze Zeit ins Land gegangen, seit meinem letzten Brief an Sie. Würden Sie bitte so freundlich sein und mir aufgeben, wie der Sachstand Ihrer Unterredung mit Herrn Knuth ist, bei der Sie unser Anliegen transportieren wollten? Wir beobachten sehr genau, was und wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk berichtet. Wir erleben hierbei täglich Heuchelei, Halbwahrheiten, Framing, den Transport unbelegter Behauptungen anstatt echtem Journalismus gemäß Pressekodex. Wie steht der NDR dazu, den in den letzten Jahren ausgesprochen eng gewordenen Debattenraum zu erweitern und ihn den Wissenschaftlern zur Verfügung zu stellen, die sich dann öffentlich zum Thema Klimawandel, natürlich oder menschengemacht, austauschen können? Dies wäre vor dem Hintergrund immer weiter steigender Kosten, die uns politisch bedingt abverlangt werden sollen, wichtig für die Gesellschaft. Doch nicht nur zu diesem Thema muss es eine gesellschaftliche Debatte geben. Der Weltfrieden versus Kriegstreiberei der aktuellen Bundesregierung wäre ebenfalls ein Thema, welches dringend behandelt werden muss. Julian Assange sagte einmal, wenn eine Lüge einen Krieg auslösen kann, kann die Wahrheit Frieden stiften. Der öffentliche Rundfunk hat gemäß Medienstaatsvertrag die internationale Verständigung, die europäische Integration, den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie den gesamtgesellschaftlichen Diskurs im Bund und Ländern zu fördern. Welche Stimmen von Menschen, die sich für Frieden in Europa einsetzen, sind in letzter Zeit beim NDR zu Wort gekommen? Wann findet zum Beispiel ein Dr. Daniele Ganser im Programm des NDR statt? Und ich meine keine kurze Diffamierung vor der Tür zu einer Vortragsveranstaltung, sondern in Form eines Vortrages oder einer Podiumsdiskussion. In jedem Fall aber eine wahrheitsgemäße Berichterstattung über die Inhalte, für die dieser Historiker steht. Wann gibt es endlich wissenschaftlichen Austausch im Programm des NDR zum Thema Übersterblichkeit seit Beginn der Geninjektionen? Wann wird die Aufarbeitung der Zeit ab Frühjahr 2020 beginnen, bei der wir nicht nur die Politik, Wissenschaft, Ärzteschaft, die Pharmaindustrie und andere verantwortliche Institutionen wie das RKI oder das Paul-Ehrlich-Institut in der Pflicht sehen, sondern in erster Linie vor allem den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der die kritischen Fragen formulieren muss und den notwendigen Rahmen zur Verfügung zu stellen hat. Wie ich bereits in einem meiner früheren Briefe schrieb, das Zeitalter der Heuchelei und der Lügen ist vorbei. Jetzt beginnt das Zeitalter der Aufrichtigkeit. Der ÖRR hat seit einiger Zeit mit Zuschauer, Zuhörer und Leserschwund zu kämpfen. Nun macht Herr Gnifke sich im Rahmen angestoßener Reformen Gedanken hierzu und wie man wieder Relevanz generieren und die Mediennutzer neu binden kann. Ich kann Ihnen und Herrn Gnifke, und Sie können dies gerne an ihn übermitteln, einen völlig kostenlosen Tipp dazu geben. Aufrichtige, umfassende und ausgewogene Berichterstattung. Keine Erziehungsmaßnahmen. Das zweite wäre die Wahrnehmung Ihrer Aufgabe als vierte Säule der Gewaltenteilung. Und drittens Mut und Rückgrat. Die Zeiten haben sich geändert. Die Menschen nehmen zunehmend wahr, dass sie belogen und in die Irre geführt werden. Und sie lassen sich das nicht mehr gefallen. Die Zeitenwende in eine wunderbare Zukunft mit Liebe, Empathie, gegenseitiger Achtung, Wertschätzung und Hilfsbereitschaft der Menschen unter Wiederentdeckung unserer Wurzeln und Werte findet statt, ob Sie es wollen oder nicht. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann Teil dieser Zukunft werden oder auch nicht. Es liegt auch in Ihrer Hand, Herr Thormehlen.
Nehmen Sie diese Bestimmung und Ihren Auftrag an oder stecken Sie den Kopf weiter in den Sand in der Hoffnung, der Kelch möge an Ihnen vorübergehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir den Weg in diese Zukunft alle gemeinsam gehen. Der NDR liegt uns am Herzen. Freundliche Grüße, ich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.